Thank you.
Spaß, die Stimmung ist gut, oder? Ja, vor allem sowieso alle, da freuen wir ja, weil es erstaunt uns ja alle Jahre wieder, dass so viele Leute kommen, nur um die Hackstock-Dancer zu sehen. Wahnsinn! Seid ihr denn schon bereit für die Hackstock-Dancer? Ja! Die stehen auch schon in den Stadion da. Ich muss noch ganz kurz, ihr wisst ja selber, es wird immer schwieriger, an Festivals zu finden, Schausteller, die ihr Kinderkarussell oder sowas stellen. Auch wir waren vor dem Problem gestanden, keinen Festplatz, kein Karussell, nichts. Und haben uns einfach mal gesagt, wir machen die Kerbauer einfach mal selber. Und bis jetzt, also wir haben jetzt drei Tage hinter uns, bis jetzt klappt es ja ganz gut. Ich hoffe, ihr seid auch mit uns zufrieden, auch wenn keine Bedingungen da sind und es ein bisschen vielleicht immer manchmal da, dass wir Bier kriegen oder irgendwas. Aber seid ihr zufrieden? Und in dem Sinn wollen wir uns mal bedanken bei den Schaustellen, die heuer gekommen sind, mit den Buden da draußen stehen. Endlich wieder mal was für die Kinder. Riesenapplaus für die Schausteller draußen. Und ich glaube, ihr wisst ja gar nicht, wie schwer das eigentlich heuer war, dass die Hackstock-Dänzer wieder auftreten, weil durch das, dass die alle hinten am Ausstand stehen, vorne an der Bar ausschenken für euch, wir machen alles selber und die haben sich trotzdem breitschlagen lassen, um jetzt da was für euch zu machen. Wollen wir die Hackstock-Dänzer mal reinholen? Dass die Hintern auch was sehen. Bis gleich. Mit der Schwerbe. Christmas is just einmal im Jahr. Ole, ole. Und Schalala. Aber Scheiß drauf. Christmas ist jetzt einmal im Jahr. Ole, ole.
Ist das heilig, Herr Reiner?
Wunderbar, und ihr habt vielleicht zweimal geübt, habt ihr das? Jetzt ist es nur so, wenn man wirklich Zeit hat zum Üben, ne? Und ich weiß gar nicht, habt ihr an die Zugabe gedacht? Ja, klar, wollt ihr eine Zugabe haben? Hier? Ich hab gerade sie gewollt, die halten nur das Schild hoch, sie machen nur eine Zugabe, wenn ihr letzter Weihnachtslied für die singt. Wollen wir das machen miteinander? Also macht, die sitzen, klatschen zweimal am Tisch und einmal in die Hand. Die stehen, klatschen auf den Oberschenkel zweimal, einmal in die Hand oben. Ich gebe euch mal einen Takt vor. Langsamer. So, vorhin habt ihr schon ganz gut gesungen. Last Christmas, give me my heart. Die Spannung steigt. Wollt ihr es den Nacken sehen? Nein!
Nach dieser Auftritte wurde definitiv gesponsert von Schießer. So, alle Herzstock-Tänzer nochmal auf die Bühne bitte. Alle auf. Ihr seid der Meinung, das war... So, wo ist denn die Jula? Die versteckt sich da hinten wieder, ne? So, ganz herzlicher Dank, also von uns an euch, dass ihr so geil mitmacht. Größter Dank für die, die dort tanzen, aber es hat auch ein bisschen einen Hintergrund. Die Lea, die gefühlt schon seit 20 Jahren aufhört, sich trotzdem alle Jahr, weil sie mir geschenklich dann doch weitermacht. Und teuer. Also, sie ist für die Choreografie zuständig, ne? Und dann haben wir euer neues Team, die Jula. Die Jula ist eine professionelle Tänzerin. Ich bin gespannt, Jula, ob du das denen noch beibringst. Was machen wir ohne die? Was machen ihr ohne uns? Ja? Ein Riesenapplaus nochmal für die Herzstock-Tänzer. Er weiß nur einmal im Jahr. Ole, ole, Uschala. Wisst ihr was? Wisst ihr, wie lange das wir gebraucht haben, dass wir dieses Motto durchbringen? Und wir wollen jetzt nicht verkehrt lernen. Waren 10 Jahre, wollen wir schon Weihnachten machen und immer zu kassen. Das geht nicht, die Leute, das kann man nicht machen und so weiter. Heute habt ihr und wir bewiesen, dass man sowas machen kann. Umso verrückter, umso besser, oder? Ja. Einen schönen Abend euch noch, danke! Yeah.